Ich bin Philipp Flieger, 32 Jahre alt und professioneller Marathonläufer. Heute bin ich für Krombacher 0,0% im Einsatz. Ein erfolgreicher Athlet? Das kann meiner Meinung nach jeder werden. Einfaches Lauftraining reicht dafür allerdings nicht aus. Auch ein gezieltes Krafttraining ist wichtig. Nicht nur eure Beinmuskulatur, auch Bauch, Arme, Po und Rücken sollten gestärkt werden. Beim Planken geht es darum, Körperspannung in Oberschenkel, Bauch und Armen aufzubauen. Hebt euer Bein wechselweise an und haltet den Plank. Die Übung ist für jedes Level geeignet, da der Schwierigkeitsgrad individuell gesteigert werden kann. Abwechslung bringt seitliche Planks und trainieren weitere Muskelgruppen. Für den Käfer, gerne auch als Criss-Cross bezeichnet, legt ihr euch auf den Rücken. Ihr streckt jeweils einen Arm mit dem diagonalen Bein. Danach treffen sie sich wieder in der Mitte. Dies mehrmals im Wechsel durchführen. Die Übung stärkt sowohl die gerade als auch die seitliche Bauchmuskulatur. Für das Kraulen legt ihr euch auf den Bauch. Dann schwimmt ihr los und macht typische Kraulbewegungen und Beinschläge. Nach einer Weile ist das ziemlich anstrengend, aber auch sehr effektiv. Mit dieser Übung stärkt ihr eure Rückenmuskulatur. Je härter das Training, desto wichtiger werden regelmäßige Pausen. Nur so können eure Akkus wieder aufgeladen werden. Mir persönlich hilft da am besten ein kühles Krombacher 0,0% Pilz. Für mich ist das der perfekte natürliche Durstlöscher und Energielieferant. Es hat eine isotonische Wirkung und die enthaltenen Vitamine unterstützen mich bei der Regeneration. Das hat Krombacher sogar durch eine Studie belegt. Last but not least, Ausfallschritte für die Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Diese Partien sind fürs Laufen essentiell und sollten gut trainiert werden. Mehrfaches Wiederholen intensiviert die Übung. Mehr Tipps rund ums Training findet ihr in meinem Buch Laufen am Limit. Und glaubt mir, die harte Arbeit lohnt sich. Für mich gibt es kein besseres Gefühl als die Zufriedenheit nach dem Training. Und das ist letztendlich doch das, was im Sport zählt.